Zimmer. Oder oh, recht schönen guten Morgen hier heute zu einer weiteren Folge. Mein Gott, das war auch wieder grottenschlecht gesagt. Warum? Oh, ja, meine Freunde. Ja, so ist das schon wieder viel besser. Da haben wir wenigstens Ton. Der ist auch wieder am Start. Eine weite Karriere. Oh, die spielen mal in den Auswärtstrikots. 51. Folge wirklich, ja. 51 Folgen, überlegt jetzt mal. Ist der Typ, der Keeper ist gerade gegen die Rand. Ist das Karius oder? Nee, das ist Wied. Oh, wir spielen ja gegen Wiedwald. Geil. Wiedwald hatte in der letzten Saison uns dieses geniale Eigentor gegeben. Weißt du noch? Ja. Das war geil. Ja, ich habe einen schönen neuen Jubel. Das gibt's, werdet auch noch sehen. Falls ich ein Tor schieße, wert. Unsere Mannschaft ist auch schon sehr am Verrecken. Also wir haben ein paar interessante Leute auf den Platz gestellt. Ibrisovic, könnten wir auch vielleicht mal holen, irgendwann mal. Aber wir sind hier noch am Überlegen, wie lange wir es reißen mit Borussia Mönchengladbach. Oh, geil. Och, Wiedwald. Wir sind ja noch am Überlegen, wie lange es hier mit Borussia Mönchengladbach reißen, weil ja, man kann ja auch mal wieder wechseln. Also wir haben. Dickes Ei. Wir haben ja schon wieder die 51. Folge. Und ja, also. Da gibt es schon wieder eine Menge Sachen. Genau, eine Menge Wechseloptionen. Vielleicht machen wir es auch hier drin, weil vielleicht werden wir ja auch, wenn wir hier Meister werden, vielleicht haben wir noch ein paar Möglichkeiten, eine Mannschaft zu wechseln. Oder wir müssen eine neue Karriere starten. Wäre aber ziemlich schade, wenn wir nochmal eine neue Karriere starten. Also mal gucken. Vielleicht bieten wir uns, kommt noch eine Mannschaft, wo ich sage, ja! Weil ich will in die Premier League unbedingt mal, aber weil Spanische Liga, also BBVA? Ja, BBVA. Unbedingt in der Liga. Nee, danke, will ich nicht spielen. Lieber mal so ein Premier League Spielchen haben. Keine Ahnung, Liverpool wäre ganz oben bei mir. Manchester United nicht. Manchester City auf jeden Fall. Weil da Pep Guardiola hinwechselt. Also das müsst, wenn ihr die Folge seht. Naja gut, da ist er noch nicht gewechselt. Da ist Spieler noch bei Bayern. Da wechselt, hat einen 3-Jahres-Vertrag direkt, der junge Mann. Klopp spielt bei Liverpool. Leicester City, oder wie die sich nennen, sind gerade erst in der Premier League. Die haben auch gewonnen gegen Liverpool 2-0. Ist das dein Ernst? Der fliegt auf die Fresse. Gottes Willen. Man City ist Zweiter. Haben 3 Punkte weniger auf Leicester City. Also wir hätten die, also einer der Top-Vereine zur Auswahl. Aber wirklich, so Schweinsteiger, Rooney, das ist nicht so mein Fall unbedingt. Aber wir haben 100 Millionen Transferbudget, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und da können wir einige Spieler holen. Ist halt nur die Sache, ob wir in Jugendspieler investieren und mal mit den Spielern arbeiten, die wir da zur Verfügung haben. Da haben wir auch interessante Leute, da haben wir bei Manchester City Aguero, Silva über links, Traoré im Mittelfeld, also super Spieler. Wen ich auch genial finde, warte mal, wer war das? Achso, Kevin De Bruyne über rechts, da ist auch richtig, das ist richtig nice. Also man hat echt viele Leute und vor allem man hat viele Stürmer. Man hat, glaube ich, 5, 6 Stürmer in der Mannschaft. Da denkst du dir auch, wozu brauchen die so viele Stürmer? Aber am Anfang, gut, am Anfang ist Aguero und noch 2 Top-Innenverteidiger gesperrt. Weil die in irgendwie so Dings mitspielen, was weiß ich. Aber finde ich ein bisschen schade. Also, mal gucken. Aber erstmal weiß ich nicht, ob man da unbedingt in Kurven muss in der ersten Halbzeit. Also, ich sag jetzt nur so. Keine Ahnung, vielleicht so nach einem Jahr oder so. Was war das jetzt? Keine Abseits? Karius denkt sich sonst da was bei diesem Schuss? Cool. Aber da, ganz ehrlich, das war jetzt gruselig, Karius. Das will ich nicht nochmal sehen. Bitte nicht, danke. Und wir könnten sogar mal, na gut, ach Mensch, hart haben wir im Tor. Mit einer 85er KI, hallo? Bei Manchester City, das wäre ja genial. So ein Tor wieder zu haben. Und vor allem, die spielen einen anderen Fußball, Alter. Alter, wenn du da FIFA spielst, mit FIFA spielst, die rennen dir da durch wie sonst da was. Das ist so ein richtiger Fußball, wie wir spielen.
Nur durchrennen. Willst du mich verarschen? Wieso machst du denn nicht, Raphael? Ganz ehrlich. Du bist der beste Mann im unserem Verein und du machst ihn nicht. Nee, so schön. Ja, eigentlich auch ein schöner Kopfball, aber wo hinten, frage ich mich. Wir müssen uns noch Gedanken machen. Ja, wir müssen uns noch Gedanken machen wegen Innenverteidigung. Weil Stranzel hört auf. Das ist auch nochmal so eine Sache. Mal gucken, wen wir uns da holen. Ich bin vielleicht für Subotic von Dortmund. Ich bin für Gladbach sind wir ja, da können wir den holen. Ich bin da mal, müssen wir erstmal gucken, was es in der Abwehr so gibt. Gut, der war jetzt unerwartet. Der war auch unerwartet. Oh, guck mal, da spielt ein Groß. Groß schon wieder am Ball. Achso, wir haben übrigens ein bisschen was verändert. Ihr seht es ja, unten, rechts, links, unten wird nichts mehr angezeigt. Weil wir das ein bisschen verändert haben. Wir wollten ein bisschen mehr Übersicht. Und deswegen wird das angezeigt, derjenige, der den Ball hat. Da steht jetzt der Name drüber. Und das finde ich einfach geiler. Du denkst, der geht rein. Nein, der geht nicht rein. Schade. Gottes Willen. Weg damit. Raphael, dreh dich. Ja. Raphael hat ihn immer noch. Blau muss rüberkommen. Blau muss laufen. Ja, oh, Raphael schafft es wohl nicht mehr. Doch. Blau, mach ihn. Ich weiß es nicht. Das war kein Abseits. Ich weiß es nicht. Das kann echt nicht wahr sein jetzt. Ja, aber trotzdem. Ey, ist doch scheiße. Ich habe schon abgespielt wenigstens. Hätte ich mal selber abdrücken müssen oder was? Schon wieder Ego-Shooter-Spiel. Dicke sei. Der war auch gesehen von allen. Die haben die massivste Übersicht. Arnold nicht. Der war ganz erstaunt, dass er den Ball hat. Besteck. 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 Flanke. Was? Ich feiere mich. Ich feiere mich. Ach Manu, wir hätten mal zusammen feiern müssen. Ich habe so. Alter, wie geil. Was war das jetzt, Junge? Ich hab dafür Besteck. Tut's. Besteck zu Stindl oder was? Ich dachte eigentlich, der da unten macht den Kopf voll. Aber Wiedwald reagiert ja null. Nö, aber ich komme mal. Ja, aber wie hast du den gemacht, Junge? Um Gottes Willen. Das macht mir Angst, Alter. Was machen wir für Tore? Das macht mir trotzdem so. Ja, aber trotzdem, wie? Das war so nicht zu sehen von FIFA aus. Sonst sieht man eigentlich seine Torschance immer. Der kam jetzt aus dem Nichts. Rum. Dann ist im Abseits. Der ist zu schnell gelaufen. Mach ich trotzdem. Ja, trotzdem. Gute Entscheidung. Ist aber nicht. Ja. So, Raphael ist wieder am Schlüssel. Raphael legt rüber. Und 2-0. Wiedwald ist ja komplett am Ende. Und ja, ich wollte eigentlich mit dir zusammen tanzen, aber na gut. Wir müssen mal beide den gleichen Move machen. Zumindest. Nächstes Mal rennen wir nämlich, laufen erstmal beide zusammen auf einen Punkt. Dann tanzen wir mal ab. Musste L1 und 3 drücken. Glaube ich, so war das. Gottes Willen, Stindl. Ja, auf ja, Nachspielzeit müsste der Typ müsste langsam abfallen. Wiedwald. Ja. 2-0 gegen Werder Bremen. Wer hat das gedacht? Oh, Augsburg führt gegen Bayern. Bayer Leverkusen führt gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern ist aufgestiegen. Und wie bei Leipzig? 0-0, oder? Ich hab's nicht ganz gesehen, deswegen. Ah, Muto. Oder? Drimmitsch ist noch ein bisschen. Naja, wir packen aber Drimmitsch mal dahin. Und dann Stindl runter und so. Bisschen umtauschen hier die ganze Aktion. Damit die Menschen noch überleben. Weil Sabitzer ist zu doll mit den Nerven fertig. Oh Mensch, was für ein schöner Start. Oh mein Gott, Drimmitsch legt sich zu weit vor. Oh mein Gott. Achso, Drimmitsch spielt ja jetzt beim HFV, meine Freunde. Der ist drin. Warum geht er nicht rein, Alter? Sonst geht er immer rein. Aber trotzdem, Drimmitsch ist jetzt beim HFV, also. Die haben ihn rausgeschmissen. Die haben Drimmitsch rausgeschmissen. Ich weiß nicht warum, aber sie haben ihn rausgeschickt. Verteidige den Typen da oben.
Ich hoffe. Ja, du hast ihn. Eigentor. Strantl. Ich will ziemlich verarschen. Strantl, Eigentor. Du hast ihn. Ich glaube auch. Oh. Jetzt hat Strantl. Strantl hört auf mit seinem Leben. Alles klar, jetzt sehe ich warum. Drimmitsch schon wieder am Ball. Was will der jetzt machen? Der Drimmitsch eine Flanke. Gib doch eine Flanke, wenn ich nicht in der Nähe stehe. Ich weiß ja nicht, was du machst. Muss mir sagen, was du denkst. Ja, du bist, wir sind schon so weit, dass du. Nee, ich weiß, was ich denke. Ich gebe immer das Entscheidende und du stehst immer gut da, aber sonst. Das war wieder ein Traum gespielt. Ey, diese scheiß 1:1:2, das hat nichts gebracht jetzt, ganz ehrlich. Du machst es so spannend. Ich will nur einfach. Ich gebe dir eine Chance. Mir. Nee, aha. Jetzt geht er auf. Warum? Warum, Karius? Warum? Alter, willst du mich verarschen? Mein Gott, Alter. Ist doch trotzdem bekloppt, ganz ehrlich. Das ist ja eine Fußabwehr besser. Aufgehen. Nicht hier. Kann nicht mal hinlegen und er macht für dich. Dann geh doch mal auf. Du schießt davor und guckst. Rauf da! Der geht nicht auf. Karius, will nicht weiter. Wir spielen gegen Leipzig! Ja! Das Duell ist wieder da. Wir spielen nicht mit SC Freiburg gegen Leipzig, sondern mit Gladbach. Ist das nicht geil? Oh, das war ein Foul. Du hast ein Schwein. Du hast ein Schwein. Ja, den mache ich mal. Achtung. Den mache ich. Boah, komm. Nicht mal ein Ansatz. Nicht mal ein Ansatz von Chance. Was hast du für ein Masthähnchen? Ja, auf den machst du nicht. Jetzt glaubst du es. Alter, das kann nicht wahr sein jetzt. Wir legen schon wieder die Person hin hier. Oh, ja. Du legst hoch. Bin euch doch gerade das gebaut. Ich habe mich gefreut. Dreieck. So, mein Freund. Guck mal da oben. Das ist auch schon Lüpfen, Schlaumeier manchmal. Da denke ich, oh, der hat die Chance im Blick. Dann wird Drimmitsch. Was denkst du dir jetzt wieder? Okay. Die Flanke! Ach komm, komm. Das ist armselig. Alles armselig. Kein Wunder, dass er beim HSV Drimmitsch jetzt schon spielt. Oh, Ucha. Kommt rein. Jetzt kommt das entscheidende Joker-Tor. Das weiß ich jetzt schon. Laufe! Was tut schon, das geht abseits. Raphael muss ihn kriegen, Raphael muss ihn kriegen. Raphael läuft sich kein bisschen frei. Läuft sich wirklich kein bisschen frei. Hallo? Und macht rein gar nichts. Kriegt den Ball mit Mühe und Not. Wenn er mal hochkommt, machst du bitte Kopf. Ey, wir sind zu zweit, jetzt geht doch mal auf den Fuck-Keeper auf. Ja, rauf! Ja! Guck mal hier unten. Jein. Das ist ein Wiedwald. Hilfe! Schrei die Wand an. Gottes Willen ist der wieder Kilometer weiter hinten. Was war das? Was machst du da? Willst du mich verarschen? Wie ist sowas? Der Drehung schaffst du oder so? Zweitens, wieso geht da keiner ran? Flanke. Keeper ist draußen. Oh, das ist abseits. Das ist abseits. Das kann. Willst du mich verarschen? Ich mach das ganz lang. Alter, so als ob wir haben Chance um Chance und die, dann zum Schluss machen die noch so 2-2-Treffer. Ich hab das. Ey. Mein Gott, ey. So bekloppt. Ganz ehrlich. Ich find's nicht mehr lustig. Wir verlieren das Ding. Drinne. Sag ich's nicht. Ich sag's doch. Wieso ist Kario so weit draußen? Macht rein gar nichts. Du freust dich noch. Wieso freust du dich da, Alter? Das ist ein leichte 3 Punkte. Alter, ganz ehrlich, der rennt raus. Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ganz ehrlich.
Nee, du bist nicht scheiße. Du lachst den ab hier. Und alles passiert auf der Welt, was nicht passieren soll. Warum? Mach's gut, aber nicht mit dem Faul. Nein, nein. 3, 2. 12 Meter. Nö. Ich bin ja gestellt, so, jetzt Köpfe. Der muss eh mal köpfen und der kommt dran. Ich köpfe mir immer ihn ab. Och komm, du musst mir auch in die Füße spielen. Ja, hab's ja versucht. Mann, du Hurensohn. Alter Pech, ey. Ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Alter Pech. Nach Hause gehen, zu Mutti heulen. Kann ich auch sagen, wie du das sagst. Jetzt pass. Nicht. Lupfen. Sehr gut. Du musst auch mal in der Mitte stehen. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Das ist eine hundertprozentige Chance. Mal wieder wird es nicht genutzt. Das ist so ein sinnloser Punkt, den brauche ich nicht mehr in meinem Leben. So, passe, 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 passe. Und jetzt, du bist ein Hund. Ey, das kann ich. Ja, das auch. Aber wieso zieht er nicht ab? Weiß ich nicht. Doch, eine Chance haben wir. Eine Chance. Abseits. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich verliere den Ball. Jetzt weiter, noch eine Chance. Ja, 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 ja. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt pass den Ball zu mir, pass den Ball zu mir. Gib mir, warte mal, gib mir jetzt den Ball wieder. Ey, wo bin ich denn, Junge? Schlaufuchs, Schluss 2-2, mein Gott. Ey. Das ist so etwas, so absichtlich 2-2 gespielt, so gar nicht auf Sieg spielen. Leipzig hat gewonnen gegen Hertha BSC. Ich hab extra zu dir gespielt. Ja, so boh. Ist doch scheiße, so ein Dreck zusammenzukochen, ey. Ich war leider nicht. Och, was haben die mit Sommer so alt? Der hat 3 Spiele gemacht. Nur weil sein. Oh, den haben wir jetzt verletzt. Raphael! Schön, 2 Wochen Raphael macht. Bezahlst du, mein Freund, bezahlst du. Du hast ein Thema. Oh, das ist echt nicht wahr. Das ist echt nicht wahr, was der schon Dreck fabriziert. Gottes Willen. Samitzer trifft auf seinen Ex-Verein und Kaiser hoch. Meine lieben Freunde, hier, verhungert auf dem 10. Platz mit armseligen 8 Punkten. Gottes Willen, Augsburg ist Erster. Bayern ist Fünfter. Wir könnten besser als die Bayern sein, Schlaumfuchs. Bis dahin. Tschüss.